Servus, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen FLOLG. Anna, was heißt das? FLOLG heißt? Genau, ein Vlog. All I need is Anna tonight. Oh, baby. Meine Freunde, wir fahren jetzt gemeinsam nach Köln, denn das ist nicht nur die Stadt, wo ich wohne, sondern Standardskill hat tatsächlich es geschafft. Ein Dreivierteljahr, nachdem der Pokémon-Hype vorbei ist, hat sich Standardskill das teuerste Pokémon Base Edition Set für 500.000 US-Dollar gekauft. Und ich bin auf dem Event nicht eingeladen. Geh einfach dahin. Ja, Anna hat mich einfach mitgenommen. Das ist heute so ein Vater- und Sohn-Tag. Und, bester Vater? Du. Papa, erstmal schön, dass du Sorgerecht zurückbekommen hast, obwohl du Alkoholiker bist. Das freut mich sehr. Wir waren jetzt tatsächlich die ganze Zeit in Hamburg. Tornado! Skill! Leute, es ist mal wieder August in Deutschland und damit herzlich willkommen zur dritten Starkregenwelle. Alter, ich sehe absolut gar nichts. Der Sommer ist mal wieder ein absoluter Traum. Und wenn auch ihr tatsächlich jetzt gerne draußen sein würdet mit eurer Badeente, lasst gerne mal nachkommen. Was ist das denn? Macht man so Videos? Ja. Achso, okay, natürlich. Ja, ich hab's. Ja, übertrieben, Digga. Ja, YouTube-Money schmeckt so gut, Kapi. Ey, ich sag dir ehrlich, ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir drei Stück rausziehen. Ja, guck mal, da gibt's jetzt, wenn du Totox siehst, kann ja 100k wert sein, kommen wir auf PSA, ne? Ja, das Ding kostet. Das ist half a million. 500.000, ja? That's half a million. I've never had half a million in my hand. Holy. Und das krasse ist auch, das erste Package entscheidet, wie gut die Karten sind, ne? Do you have the skills to become a Pokemon World's number one master? Hä, sehe ich den schon wieder heute? Hey, warum bist du hier? Warum ist Aaron hier? Hey, schön, dass du da bist. Das riecht nach Schwanz, das Mikro, ekelhaft. Ja. Hier habe ich halt meine Sammlung mal quasi mitgebracht. Das habe ich gekauft. Echt jetzt? Bist du blöd? Ja. Okay. Wenn jetzt in 20 Sekunden die Aufnahme, was sagst du? Redet den nicht. Ich würde gerne erstmal sau weird, dass Lukas hier ist. Jetzt hat er auf einmal auch einen Bart bekommen, ich verstehe es nicht ganz. Junge, was frontet ihr alle meinen Bart? Aber es kommt langsam, ich bin stolz drauf. Ich bin echt stolz drauf. Guck, hier ist echt gut. Danke. Deine Mutter hat mehr tatsächlich. Oh. So hast du den Diätdonut, hast du gesagt. Ich merke die Fettverbrennung gerade. Zeig mal von drin. Super, danke. Ah, mit Diätdonut, super geil, Mann. Super chillig. Guck ihn dir an. Das ist Kokosnuss, in Schwarz. Ist der original Pokémon-Sänger? Ja? Du verhasst mich. Nein, ich schwör auf alles, ich schwöre, das ist der. Ey, die Donuts waren mega lecker, danke dir, ne? Möchtest du noch was auf Herr Aarons Kanal sagen, vielleicht? Nee, ich mag Herr Aaron nicht. Nein, seine. Wieso keine Kante, nicht viel reißen? Oha. Das ist falsch, Bro. Da steht B drauf für Bitcoin. Was hast du gekauft? Eins. Eins. Und was machst du tatsächlich, wenn da ich mich Dann werde ich die Einnahmen an Baby spenden. An Baby spenden, ja. Genau. Dankeschön, Bro. Wirklich, weil soll man noch kurz was sagen? Nee. Nein? Nee. Wem hat's gerade was gesagt? Ja, doch, warte. Was hab ich gesagt? Ach, genau, danke. Alter. Braun geworden. Hey Lukas, wieso hast du mir jetzt keins geholt? Dein armer Schlucker. Okay, also, wenn ich du wäre, würde ich die Box zerknicken. Junge, was willst du? Komm, Mr. Amar, are you ready for the big show of tonight? Hey, I'm the moderator, man. What the f*** you doing? Amar, get the f***ing hype in the chat, man. Wir hatten keine... Oh, lass mich doch einfach in Ruhe. Das Aufwehr, weißt du, so einfach so Vorprogramm. Hallo. Hey Bro, von denen hier, welchen kann ich mir nehmen? 4.800 ist die wert. 4.800? Ja. Bist du eine 10? Ja, ich weiß. Ja, das sieht man doch, oder? Max, kannst du kurz eine Frage noch? Komm mal, wenn ich gleich wirklich reinscheiße, ja? Und du jetzt hier, dass du diese negativen Haus hier, ne? Ja, ja, genau. Was machen wir dann? Dann habe ich Geld verbraten. Wer ist das? Oh mein Gott, das kommt in so eine Cringe-Compilation. Ja. Das macht er. Das macht er. Bro. Hat er die Lilith vergessen? Das macht er jetzt nicht, oder? Ich catch him. Wir haben es geschafft, Mann. Wir sitzen auf der VIP-Couch. Na klar, gerne. Hi, Trimax. Jetzt ist tatsächlich Standardskill gezogen worden. Und jetzt geht es natürlich daran, dass er die erste Karte jetzt hier auch bekommt. Das ist voll gut. Nein, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Das ist eine Karte. Nur 2000 Euro minus. Also dein Name weiß in den Ball drin. Was heißt das jetzt? Wird jetzt erschossen? Ja, er ist der Gutste. Das ist spannend. Echt jetzt? 50k! 100.000! Wer kauft das? Ich nicht. Warum machst du das? Ein Giotto-Don.
Ein was? Nö, Bro, warum? Ah, komm, guck mal hier. Hast du gesehen? Ich hänge da vorne. Siehst du das da? Was? Da, Revinzeit. Das war nicht du. Da, Revinzeit. Hä? Pass auf. Das ist komm mal mit, ich zeig dir jetzt nochmal was. Komm mal mit runter, Amar. Komm mal mit runter. Guck mal da. Hä? Warum hängst du hier überall? Ja, weil das mein Laden ist, Dicker. Das ist meine Stadt. Hä, hey, bist du ein bisschen proud? Ja, proud? Absolut nicht, die bezahlen dafür gar nicht. Alter, wie schmeckt's denn? Hör mal ab. Revi, ich hau dir auf den Sack. Ich hau dir auf den Sack. Hey, wie viel hast du im Minus jetzt gemacht? Ich hab 10k Minus gemacht. Okay, aber zeig nochmal ganz kurz deine Karten. Okay, wie viel kostet deine Uhr? Die ist von aus Türkei. So this one is $50 just for the... Ich bin auch umsonst. Oh, is there gonna be a signature on it? They're free, you can take. Okay. Oh, yeah. This one's 75, yeah. And this one's 125. Yeah, yeah. Only 200 of these. Das könnte ich raus, Digga. Das ist einfach ein Stück Basketballboden. Er ist ein richtiger Sammler. Und das Ding ist einfach ein Stück Boden. Das kostet 600.000 Euro. Ich hab keine Ahnung, was du sagen kannst. Mann, Alter, Bro. 600.000. Komplett auf Gold ist die, oder? Die ist aus 14 Karat Gold, das sind 750er Gold. Ja, jetzt war lieber hier angefangen. Und 3.000 ist die? Ja, so knapp. Schnapper. Oha. Okay, also hier von haben wir eine Karte. Kobe Bryant. Der ist verstorben. Der hat einen und Michael Jordan. Dieses Ding hier ist einfach. Ich sag doch, geile Garage. Eine sehr geile Garage. Ding in der Hand. Was ist das für eine Garage? Bruder. 600 Racks, man. War was gut. Crazy, dude. Shh. Hey, man. Nobody saw it. Let's leave. That's somebody cut. Stole your burger and now you steal a card. Ja. Ja? Du weißt, wie es lief. Nee, ich hab's nicht mitbekommen. Fass nochmal schnell zusammen. Du wolltest mich schon ficken, Digga. Ja, also. Ich hab da vorne eine 600.000 Euro Karte in der Hand gehabt und das hast du ja scheinbar heute nicht, oder? Ach, Revi, du bist echt. Du bist halt. Packs hast du gehabt, oder? Ja. Einmal Pikachu. Okay. 10er Variante. Okay. War in Ordnung. Das heißt, du bist also noch bei 29.000 Euro minus? Nee, 23.000. 23.000 Dollar oder Euro? Euro. Bär. Das war der Bär. Aber da vorne der Typ hat eine 600.000 Euro Baseballkarte. Ja, den. Ey, nochmal sorry, dass du heute Abend nicht so big Dings gemacht hast, aber dass du jetzt 100 Euro Autogrammkarten verkaufst, finde ich extrem reißig. Bro, ich muss gucken, wo ich bleibe, Alter. Ja, nur weil komm, der singt jetzt live. Er ist wieder da. Hey, welcher Mensch, welcher Knecht, wenn ihr euch fragt, wer hinter Rebegang steht, der diesen ganzen dummen Scheiß macht, der die Schnittfehler hat, die Videos nicht chronologisch hochlädt. Danke, Mann.